haben Sie sich zuletzt gelangweilt? Gelangweilt? Nie, verlangt mir ewig nicht. Ich habe keine Langeweile. Genug Abwechslung. Wir auf dem Land haben so viele Freunde, Arbeit und Sonstiges. Wir langweilen uns nicht. Was ist Langeweile für dich in einem Satz? Das ist schwierig. Langeweile ist, wenn ich nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll. Und das macht mich massiv unzufrieden. Man könnte als manchmal an der Wand hochgehen. Langeweile ist unangenehm. Langeweile ist der unerfüllte Wunsch nach einer befriedigenden Tätigkeit. Laut Silke Ohlmeier wird Langeweile häufig falsch verstanden und hat nichts mit Faulheit oder Nichtstun zu tun. Worum es ja in meinem Buch geht, ist, die Langeweile zu entstigmatisieren und mit dem Tabu zu brechen und Leute dazu zu bewegen, einfach offen über ihre Langeweile zu sprechen und das nicht als Versagen zu deuten. Na, das ist einfach auch ganz normal, ist, sich zu langweilen und gerade in Umbruchphasen. Dann denke ich, dass es total wichtig ist, den Menschen zuzugestehen, sich in dieser Situation auch einfach mal zu langweilen und diese Orientierungslosigkeit auszuhalten und darauf zu vertrauen, dass sich das schon auch wieder ändern wird. Auch wenn wir es nicht gerne zugeben, wir alle langweilen uns. Zumindest in kurzen Momenten, beim Warten auf den nächsten Bus oder die nächste Bahn. Wir können uns sogar langweilen, wenn wir viel beschäftigt sind. Da gibt es im Englischen den schönen Ausdruck Being Busy Bored. Ein ganz schönes Beispiel dafür, finde ich, ist Mutterschaft und Langeweile, wo gerade so in den ersten Jahren mit einem Kleinkind, mit einem Baby, Mütter oder auch Väter eben sehr, sehr viel zu tun haben. Und trotzdem kommt zu kurz, was ich als erwachsene Person vielleicht brauche, ne, ein anderes Tempo brauche, andere Rollen fallen rüber und dann kann man auch gelangweilt sein, obwohl man zu viel zu tun hat. Langeweile kann schwerwiegende Folgen haben, wenn ganze Lebensbereiche davon betroffen sind. Studien zeigen, dass Langeweile einhergeht mit Depression, mit aggressivem Verhalten, mit Spiel, Alkohol und Drogensucht. Sie kann auch zu Unkonzentration führen, dann steigt die Unfallgefahr. Um aus der chronischen Langeweile rauszufinden, muss man über Privilegien verfügen. Wenn wir uns den Zusammenhang zwischen Langeweile und armen Menschen angucken, dann ist es einfach, dass eben auf der einen Seite ganz viele Möglichkeiten stehen, wie man sein Leben so gut verbringen könnte. Es gibt irgendwie Sportangebote, es gibt Kulturangebote, es gibt Kino, was auch immer. Und dann aber zu wenig Geld zu haben, um daran teilzunehmen, ist eben auch eine Frage der sozialen Ungleichheit. Nicht immer geht es dabei um finanzielle Zwänge. Auch verinnerlichte Normen können dazu führen, in der Langeweile zu verharren. Bei einer Buchlesung in Saarbrücken berichtet Silke Ohlmeier von ihren ganz persönlichen Erfahrungen mit existenzieller Langeweile. Silke Ohlmeier, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Geboren 86 in Dortmund, hat eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Darüber werden wir gleich auch noch hören und sprechen. Jeder einzelne Tag war damals die Hölle für mich. Als Folge der ständigen Unterforderung war ich dauermüde und antriebslos. Im Betrieb zog sich die Zeit wie Kaugummi und nach der Arbeit konnte ich mich zu nichts aufraffen. 3 Jahre Dauerwarteschleife auf den Feierabend, auf das Wochenende, auf den Urlaub und schließlich auf das Ausbildungsende. Wenn ich das dann in meinem privaten Umfeld zugegeben habe, dann kam halt sowas wie, sei doch froh, ich habe hier so viel zu tun. Ah ja, ne, ist ja alles nicht so schlimm, entspann dich ein bisschen, Hauptsache du hast einen Job. Und da ist es mir eben wirklich ein Anliegen, das klarzumachen, dass das keine Lappalie ist, dass Menschen da genauso drunter leiden, wie sie unter zu viel Stress leiden. Von Bore-out ist dann die Rede. Obwohl es sich um das Gegenteil des Burnouts handelt, die extreme Langeweile weist ähnliche Symptome auf. Aber gibt es auch die guten Seiten, zumindest an der situativen Langeweile? Langeweile ist etwas Gutes, ist so wie die Krise ist immer eine Chance. Sieh doch das Gute da drin. Natürlich kann mir die Langeweile, also so wie bei mir zum Beispiel, einen Impuls geben, was anderes zu machen. Es gibt es auch genauso oft in meinem Leben, dass ich mich einfach langweile und danach ist nichts besser und auch nicht schlechter. I'm born. I'm the chairman of
Dankeschön. Schön, danke. Hi. Ich kenne auch ein Signatur.